Lass uns über Pilze reden. Und damit herzlich willkommen zur 20. Ausgabe meines Pokémon Competitive Guides. Heute reden wir über Parasect. Ein Pokémon, das in früheren Editionen wirklich abartig nervig sein konnte. Als Beispiel habe ich euch mal einen Kampf zwischen The Miffy und Suishumaru in der Videobeschreibung verlinkt. Allerdings hat es eine Menge seines Nervfaktors eingebüßt. Aufgrund des Wetternerfs der 6. Gen erfuhr Parasect einen dramatischen Abstieg und ist mittlerweile lediglich im PU anzutreffen. Wir erinnern uns, PU ist die Kurzform von Practically Useless. Zumindest meines Wissens nach. Also, ihr seht, das hier wird ein Spaß. Man spielt eine defensive Variante, welche eigentlich nur ein wenig erneut und supportet. Hierzu verwendet man ein pfiffiges Wesen und ein EV-Spread von 248 auf KP, 8 auf Angriff und 252 auf Verteidigung. Als Item verwendet man klassischerweise die Überreste und als Fähigkeit benutzt man die Trockenheit. Das Moveset von Parasect ist eigentlich ziemlich gut. Mit Pilzspore hat man einen Sleep-Move mit einer Genauigkeit von 100. Dazu kommen noch Synthese, Samenbombe und Abschlag, was alles im Allem mehr als solide ist. Nun kommen wir aber zum Problem von Parasect. Seine Typenkombination in Verbindung mit seiner grausamen Init. Es ist vom Typen Käferpflanze, was so viel bedeutet wie, dass Flugattacken vierfachen und Feuerattacken aufgrund der Fähigkeit Trockenheit fünffachen Schaden verursachen. Dann ist natürlich die Frage, warum sollte man denn Trockenheit auf dem Ding spielen? Nun ja, zum einen liegt das daran, dass Parasect auch ohne diese Fähigkeit mit Sicherheit keinen Feuermove überleben würde. Vorausgesetzt, dabei handelt es sich nicht um eine HP Fire von einem Potrot oder so. Und zum anderen erhält Parasect durch diese Fähigkeit eine Immunität gegen Wasserangriffe. Ferner noch, es heilt sich, wenn es von einem solchen getroffen wird. Dies macht Parasect durchaus taktisch variabel einsetzbar. Allerdings rate ich von einem Gebrauch außerhalb von PU-Kämpfen entschieden ab. So, und das war's auch schon wieder von mir für heute. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein wenig unterhalten und hoffe außerdem, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, ciao!